Hallo zusammen, ich bin der Gino Caviezel. Haben ein bisschen Geduld, wir sitzen hier alle im gleichen Boot und nachher können wir uns alle bald wieder frei bewegen und auch trainieren. Es ist ja eine sehr schwierige Zeit im Moment, aber zum Glück habe ich meinen privaten Kraftraum, wo ich allein respektive mit Mauro zusammen hier trainieren kann. Und jetzt ist ja, Mitte April und heute hatte ich meinen ersten Tag gehabt, wo mit der Vorbereitung. Jetzt probieren wir ein bisschen einen geregelten Alltag reinzukriegen, gut vorbereiten. Aber natürlich müssen wir auch die Ferien dann gut einplanen, weil es ist eine sehr lange Zeit, ich habe noch nie so früh angefangen mit dem Training. Am meisten nervt mich eigentlich die Freiheit, dass man ein bisschen eingeschränkter ist, dass man sich einfach nicht, dass man nicht aus der Haustür raus kann gehen und sich bewegen, wie man will. Ja, ich trinke auch noch gerne Kaffee, gehe gerne auch mal zum Kaffee oder mal auswärts essen. Das sind alles Sachen, die jetzt vielleicht einem fehlen. Das sind Kleinigkeiten. Schlussendlich ist jetzt im Moment wirklich die wichtigste Gesundheit. Darum bleibe ich auch daheim, bewege ich mich daheim. Ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, nur kommen einem die Sachen nicht in den Sinn. Und darum ja, gibt es das Internet, das es zeigt. Und da sind mehrere, die es zeigen. Ja. Am meisten freue ich mich, wenn wieder alles normal ist, um eben draußen zu bewegen, um aber auch den Freunde zu treffen, mit meinen Kollegen gutes Nachtessen. Eben, wir haben die Saison fertig. Normalerweise nach der Saison haben wir immer ein, zwei Festchen, die wir dann machen, um wirklich ausklingen lassen, um ein bisschen abschalten. Das haben wir jetzt alles ein bisschen verpasst. Ja, das würde es vielleicht einmal sicher geben mit den Freunden. Und nachher ja, geht es zurück ins Training. Wie gesagt, habe ich jetzt ja schon angefangen. Und darum ist jetzt das Feiern auch vorbei oder hat es nicht gegeben. Mai den nächsten Jahr doppelt. Und ja, dann wirklich trainieren, draußen frei bewegen. Und ja, auf das freue ich mich sehr.